Kritik und mehr packt der Ehrgeiz. Ständig umgeben von ganz taffen MCs. Aber Herz ist Angst haben und Schwäche. Wir sind ein Haken als Hirschtang in der Kitz. Es geht nur noch mit, dass Rap so ein einen gewissen Ruf hat, dass es oftmals mit Homophobie oder Strasse oder Diskriminierung von Frauen oder mit solchen Themen assoziiert wird, stört mich ziemlich. Bro, ich finde, das ist eigentlich mega generalisiert. In meiner Musik soll es nicht um solche Themen gehen, also ich habe wie andere Visionen. Wenn Leute mich fragen, die nichts mit Hip-Hop oder Rap-Musik zu tun haben, ich sage oft nicht, dass ich ein Rapper bin direkt. Ich sage, ich bin ein Musiker, ich mache Gesang und Rap. Ich sage es meistens ein bisschen so, weil wenn ich sage, ich bin ein Rapper, dann tun sie mich gerade in eine Schublade. Wenn Leute sich für meine Musik interessieren, dann sage ich, ja, lass dir einfach an, weißt du. Ich behalte den Fokus und lass mir von niemandem etwas sagen, ich lass auf mein Inneren. Ich bin im Modus, ich kenne die Spiele, ich verfolge mein Ziel, niemand kann mich daran hindern. Ich skortiere nicht mit all diesen Blinden, geh nur gegen Führer und schauen nicht hinter. Für mich war von Anfang an klar, ich mache einfach das, was mir gefällt. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich solche Musik mache, wo ich meine Emotionen ausdrücke. Und dass man wie okay Scham mehr hat, das zu zeigen, was man fühlt. Und dementsprechend denke ich mir jetzt in einem Zeitalter, wo das ein Trend ist. Das ist heute im Urten. Wir machen hier einen kleinen Merchandise-Shoot für unsere neue Kollektion. Wir haben Leute mobilisiert, ein paar Statisten, ein paar Models. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Videoshoot zum neuen Song für mein Soloalbum. Es liegt mir mega am Herzen, dass ich gute Leute um mich herum habe, die die gleiche Energy haben wie ich und dass wir wieder das einander weitergeben können. 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Let's go! Wir probieren Fun, Peace, Liebe, wir probieren wie einfach alles, was gut ist, irgendwie zu verkörpern. Oder wir machen das für die Kultur, wir machen das, weil wir für das brennen, weißt du? Aber schlussendlich kann man nie alle Leute von etwas überzeugen. Man kann höchstens ein Statement setzen. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir machen, oder? 2 am Morgen, wenn wir auf der Straße sind, Kopf ist immer voll, ich brauche Platz für mich, weil ich bin ein Schieber, sicher Hass auf mich, du bist gern wie ich, aber du kannst das nicht. Meistens nehme ich allein auf, weil wenn ich allein bin, dann kann ich voll eintauchen. So. Ich kann mich voll dem widmen, ich habe wie keine Ablenkung. Und jetzt das Gefühl, die Musik, die ich momentan kreiere, das bin ich 100% ich. Ich wecke dich auf aus dem Koma, ich bin dir ein Teil von meinem Inneren. Ich gehe nur vorne, nicht mehr hinterher. Voll, so ein die Vibes. Ich lege viel Wert darauf, wie ich die Wörter ausspreche, dass es angenehm tönt, dass es wie das Soundbild einfach hat, wo wir kreiert haben über die letzten 1-2 Jahre. So. Ich bin momentan einfach auf dieser Wave so, und ich fühle es mega zu singen. Ich will Musik machen, wo dir wie gute Gedanken gibt, wenn du es hörst. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein meine Vision, die ich habe. Also ich denke, so Themen wie Homophobie oder frauenfindliche Texte sind früher wie noch mehr akzeptiert worden. Und in der heutigen Zeit haben sich irgendwann die Leute auch wie angefangen wehren. Und es ist zu einem Thema geworden. Man hat darüber geredet, man ist aufgeklärt worden. Man hat vielleicht sogar in der Show oder untereinander über das angefangen reden. Ich bin überzeugt, es gibt immer noch sehr viele Leute, die immer noch solche Texte schreiben. Aber ich denke, die Jugend ist schon mehr woke heutzutage. Ich denke, das liegt halt einfach auch daran, dass sich die Zeiten geändert haben. Leute stehen auf für das, was sie sind und machen sich wie bemerkbar so, und es wird zu einem Thema durch das. Ich bin noch lange nicht am Ziel. Der einzige Find, der noch bleibt auf dem Weg, sind wir alle. Und es wird jetzt kompliziert. Wenn du nicht Angst hast zu verlieren, wird alles viel schlimmer. Es ist krass, wie auf einem Auge blind man kann sein kann. Wenn man Teil ist von einer Kultur, die kämpft gegen Rassismus und Diskriminierung, aber man toleriert mega viel Diskriminierung in den eigenen Reihen unter dem Vorwand, dass man ja gegen aussen irgendwie für etwas Progressives steht. Das sollte man uns wirklich vorwerfen. Man muss einfach darüber diskutieren, dass wir eine mega sexistische, homophobe Kultur waren und dass wir das jetzt nicht mehr sein wollen. Und wir müssen etwas dafür machen, es kommt nicht gratis. Dir gefallen meine Perlen, ja. Dir gefällt mein Diamant.
Meine funky cool Vagina ist systemrelevant. Wenn du eine Vulva anschaust oder eine Klitoris, dann ist die extrem ähnlich wie eine Eichel. Und sie ist halt einfach ein bisschen anders. Und dass das nicht so einfach eingeteilt ist in eins und zwei, sondern dass das in jedem seinem Leben ein Prozess sein kann, der sich entwickelt. Und zwar körperlich und geistig. Und eigentlich sind das wie Grenzen, die aufgetan werden, die wir alle so willkommen heißen. Und ich verstehe mega fest, dass es schwierig ist, wenn man sich an diesem Zeug festhält. Ich bin eine Frau und das bedeutet das und das und das. Aber ich glaube, wir müssen das auflösen. Und nicht, dass man sagt, alles ist immer alles, aber wie so, du darfst alles sein, wenn du willst. Und du kannst es eben auch. Schwester, Schwester, du füllst die Tights. Girls just wanna have fundamental rights. Ja, ja, mit ein bisschen Homophobie, nochmal ein bisschen Promo für dich. Jemand hat mich eben mal gefragt, ist nicht rausgekommen, was ich da damit meine, mit ein bisschen Homophobie, nochmal ein bisschen Promo für dich und so. Und vielleicht, wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, kann man es vielleicht verstehen, weil ich meine, ich finde dann die Idee an sich, finde ich natürlich nicht wirklich gescheit, so ein Lied zu machen, aber ich finde halt, wenn man so ein Lied macht, dann sollte man sich viel mehr dazu überlegen, um das irgendwie dann in eine andere Richtung zu verwerten, gerade in Interviews. Ich meine, provozieren ist extrem gut, weil man mit dem Leute aufrüttelt. Aber wenn man nachher nicht noch etwas Gescheites dazu zu sagen hat, dann finde ich, macht es nicht wirklich Sinn. Sollen wir einen Schlachtplan machen? Ich weiss nicht, ob es etwas gibt, das Kunst nicht darf. Also ich bin grundsätzlich gegen Verbot. Ich bin aber dafür, dass wir richtige, echte, tiefe Diskussionen darüber haben. Wenn Sachen, die einfach überhaupt nicht gehen, gesagt werden. Ich hoffe mega, mega fest, dass die Diskussion eigentlich jetzt erstmal so richtig anfängt. Viermal was? Du 2 Milliarden? Mille? Mille? Viermal was? Du 2 Milliarden? Mille? Du drehst die Bangs, sagst ich Hangs und lass hangen, es muss lange. Du drehst im Kern, ferne Sterne, von Jahr Milliarden, Spiralfarbe. Und für mich lang, schon lang, nimm deine Hand, wir gehen, wir stehen am Rand und lernen alles gehen. Wer gehört wird, der hat Macht. Und meistens sind die, die eben nicht so viel Macht haben und die, die Hilfe brauchen, die werden nicht gehört. Und darum müssen die, die gehört werden, schauen, dass sie entweder auch für diese Menschen reden oder mal die Fresse haben und denen Platz geben. Und da bin ich mega froh, bin ich eine Frau. Das heisst, ich muss doch noch nicht die Fresse haben. Verboten ist, wer nicht zu toppen ist. Darum halte ich mein Niveau auf Durchschnitt. Meine Attitüde, Baby, ich warte bis mit durch. Wenn du das ernst nimmst, Edi, es ist nur ein Witz. Wenn dich entfernst, Edi, nimm deine Crew mit. Weil ich bin verschärft auf die Speedspitz. Girls fight dich besser, merkst du, wenn ich dich aufschlitz. Alles nur gegen Pause, ja, das ist Showbiz. Was geht ab mit euch? Wenn du mit sitzt, wenn du mit sitzt, schmeiß Kerle. Yeah, da ist die Herdli, komm her. Big Tisch. Kommen wir auf deine Musik sprechen. Du redest ja häufig von Ficken, von Wichsen, von Schwänzen. Recht ein rauchiger Spruch, der mit deinen Texten antrifft. Von wo kommt der Spruch? Von der krassen Cis. Ist das ein Teil von dem Hip-Hop-Gehabe vielleicht? Auch, ja. Auch. Schon vor allem doch in dieser Szene. Und wo dann wirklich, wo's halt einfach um Sprüche machen geht. Mhm. Und ich meine, das kann ich genauso. Es ist nur mit der Zeit irgendwann, so im zwischenmenschlichen Beziehungen wird es irgendwann langweilig. Mhm. Aber in den Text ist das gut, damit die Leute zuhören. Mhm. Ich weiss nicht, ob ich grusig geschwätzt habe. Weil ich schon das Gefühl hatte, man hört mich schon nicht. Ich glaube nicht. Aber es ist natürlich eine andere Position, wenn du als Frau rappst. Also ich meine, es ist ja an ganz vielen Orten in unserer Welt immer noch so. Du musst dich wie anders profilieren. Du hast natürlich auch eine enorme Aufmerksamkeit, wenn du einigermaßen ein Niveau hast. Aber es wird dann auch viel genauer angeschaut.
Ich wollte einfach immer dazugehören und zu den coolen Jungs. Ich meine, das ist ja so ein bisschen angelegt in diesen Rollenbildern, die wir haben, wo ich überhaupt nicht einverstanden bin. Aber Frauen, Mädchen haben halt so zu sein, oder? Sie sind in der zurückhaltend, sie sind nicht cool. Und wenn du als Frau oder als Mädchen quasi auch cool sein willst, und ich glaube, vielleicht für all die Weissbrot-Jungs war es gleich, wie sich zu vergleichen mit der afroamerikanischen Kultur in Amerika, oder? Wieso? Das ist auch noch mal eine andere Stufe von Coolness, die sie quasi angestrebt haben. Und ich quasi so mit, aus dem Kontext von Frau und wie sie sie hat, ein Stück weit auch, ist es eine Selbstermächtigung, aber auch eine Frechheit. 2000, mein Ding, Appropriation. Hang mir den Schwanz um den Hals und spritz auf den Mond. 2020, kenn ich so beyond. Mach meine Million, verticke Testosteron. Eine Ziele, die ich nicht mehr rappen würde. Ich rappe sie eben auch gleich noch. Aber innerlich denke ich immer, ja, vielleicht war das jetzt das letzte Mal. Das ist ein Lied, das ich mit der Zora zusammen gemacht habe, auf dem Slang Warrior Sampler, glaube ich. Und dort rappe ich irgendwie, warte, jetzt muss ich noch überlegen, für all die Typen, die meinen, sollen ihre Dick saugen, mein Zürich-Slang töne wie eine Bitch auf Drogen, krallen eure Nüsse und kommen zu mir. Grinst dir ins Gesicht, während ich deine Frau. Und dort ist aber eigentlich pünktli, aber ich habe dort. Ich finde es total daneben. Mittlerweile sage ich, während ich deine Frau massiere. Oder, dann haben wir einen Film zusammen geschaut und haben es total schön miteinander. Aber am Anfang war es eigentlich gedacht, in dieser Logik, wie es viele Battle-Rapper völlig daneben machen, dass ich quasi deine Frau schände, auf eine Art, um dich zu schänden. Und das würde ich nie mehr so sagen. Darum sage ich eben, wir haben ein gutes Gespräch zusammen. Und so ein gutes Gespräch hat sie mit dir noch nie gehabt. Scheiß auf dich, auf den Lied sehe ich einfach nur, dass mein Bitch und Lied von dir wirst nur zerbricht. Der Lau, alte Lied, du gehst einfach nur mal runter, du bist einfach nur eine von deinen ganzen Nutzen. Oh, Mann, ich bin ohne Gags von uns. Alle Stunde auch bei ihm. Alle mit Würfeln hält eine Chance. Aber ich hab sie alle gebunden, ich gebe mir keinen Beat, boah, ich verprügle ihn. Gewaltvolle Sprache im weitesten Sinn ist per Definition Teil der Battle-Kultur. Weil jetzt gerade in Bezug auf Freestyle-Battles geht es halt schlicht um die eigene Aufwertung und die Abwertung des Gegenübers. So. Sexistische Sprache war mega verbreitet in der Zeit, in der ich aktiv war. Ich habe sicher auch die ein oder andere Line, die ich mich heute dafür schämen würde. Ich glaube nicht mega viel, aber ja, man hat dort schon noch einen irgendwie unkritischeren Umgang mit dem. Und ich habe das Gefühl, dass es da ein gewisses Bewusstsein gibt, auch in dieser Kultur. Und das ist mega wichtig. Aber ich glaube nach wie vor, dass das voll drin ist. Also es wäre voll verfrüht zu sagen, das ist jetzt weg. Wir wollen schöne, klare Farben zum am Abend runterfahren. Nicht gegen die wahre Form aus euren Bilderbuchschuh. Wir sind Barbaren aus der Zone, wo man viel verstutzen muss. Ich kenne den Goyen eigentlich nur aus dem Bilddruckbuch. Belesene Brigante in der Brugi. Und doch heisst romantisch nur mein Schwanz und die Buri. Meine Jungs haben klassenbedingt Angst vor dem Schwulsein. Gegen aussen versuche ich Rap immer wieder zu verteidigen. Und gegen ihn hast du natürlich irgendwo die Diskussion. Gegen aussen will ich einfach auch eine unglaubliche Ignoranz wahrnehmen. Oder? Also da kommt schon so ein semi-barbaren-Diskurs auf. Oder? Wo dann auch immer ungründig rassistisch irgendwie ist, so ein bisschen klassistisch ist. Ah ja, die ignoranten Doublen, so ein bisschen so. Aber intern finde ich schon, ist schon irgendwo viel passiert, weil dort halt auch viel Unbewusstsein da ist. Oder? Also ich habe wirklich, glaube meine ganze Jugend lang zum Beispiel schwul als ein Schimpfwort gebraucht. Und wo du dann mit der Zeit Leute sagen, look, das könnte im Fall aus dem Grund verletzend sein. Und da finde ich, ist es wirklich auch ein Rap, mit dem umzugehen. Oder? Weil es für mich auch immer noch Musik ist, die von unten irgendwo redet. Und da gehören alle dazu. Es sind nicht die machoiden Typen, die die Straße sind, sondern wir auch. Und wenn ein Teil von uns sagt, hey, das ist verletzend, das geht nicht, dann geht man mit dem um. Ich glaube, Rap ist auf die einen Seite definitiv einfach ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn in Rap Sexismus und Homophobie vorkommen, heisst das, dass das in der Gesellschaft auch passiert.
Ich glaube aber, dass Rap auch sehr ein resistenter Bastard ist, was Change anbelangt. Ich kann einfach von mir selber sagen, dass auf jeden Fall etwas passiert. Ich meine, ich war auch jemand, der vor 10 Jahren «No Homo» hat gesagt in den Raps und so. Und jetzt denke ich so, wow. Das ist mega peinlich, oder? Und das ist echt etwas, wo man über die Jahre irgendwie sich damit befasst, auseinandersetzt und dann wie im besten Fall auch checkt. So. Ich bin Indie-Label, Indianer, Baccarat, Piratenflagge, Siren Age, Zimi Hafen, Sekobotzi mit dem Wind, Regenbogenkriegerin, folgen mir Kompassnadel, Perlen tauchen mit den Wahlen. Ich habe alles erlebt im Hip-Hop und im Rap. Also von ganz offensichtlich sexistisch, plump sexistisch, zu perfid, subtil, versteckt sexistisch, zu eben geäussertem Sexismus, zu schweigen kann eine Form von Sexismus oder Rassismus sein, oder? Sexismus ist ein Teil des Hip-Hop. Das kann man nicht wegdiskutieren. Es ist aber sehr viel im Gang. Es gibt immer mehr Frauen, die sehr selbstbewusst sind, die ihr Ding machen, die das selbstverständlich machen, die gar nicht mehr über das Geschlecht reden mögen. Und dann nicht nur das Geschlecht, oder auch sexuelle Orientierung. Was vor 10 Jahren, 20 Jahren noch ein Tabu war, dass man sagt, ja, ich bin schwul und ich bin Rapper und ich stehe dazu. Und es ist sehr gut, dass so viel in Bewegung ist und dass sich das Zeug verändert. Und was ich vor allem das Wichtigste finde, ist, dass man über das Zeug redet. Everybody's crazy, everybody's spacing. Come on, The land of love, in the land of love, in the land of love, in the land of love. Wenn es Zeug gegeben hat, das wirklich sexistisch war, mir gegenüber, dann habe ich mich entweder extra reingeschmissen oder ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Ich war eher so ein bisschen Bubi. Ich habe zwar Little Kim und Foxy Brown, ich habe die mega gefeiert. Also ich habe gelernt von denen. Aber wenn diese Art von Sexualisierung hat mich nicht, das bin einfach nicht ich. Und ich habe für mich auch ein Problem damit, ich begreife, dass das eine Selbstermächtigung ist vom eigenen Körper und der eigenen Sexualität. Gleichzeitig ist es für mich aber auch eine Reproduktion vom männlichen Bild von einer sexy Frau. Das heisst, wieso, du bedienst natürlich wieder einen Markt, der von diesen völlig stereotypen Bildern beherrscht ist. Und das machen sie auch aus einem Grund, weil sie Platten verkaufen wollen. Also eigentlich kann man sagen, solange noch Frauen als Dekoration in Rap-Clips sind, ist der Prozess nicht abgeschlossen. Ich glaube, man muss andere Wege finden, um anecken, anstatt die altbewährten Provokationsmittel, die ja heutzutage ist einfach nur noch doof, oder? Der Grund, warum ich meine emotionale Schiene fahre oder einfach meine Schiene fahre, die ich überhaupt fahre, ist ganz simpel, dass ich immer schon dabei war, der das gemacht hat, was er cool hat gefunden, ohne mir echt Gedanken darüber zu machen, was andere von mir denken. Es gibt sogar ein Video, wo ich, glaube ich, 6 bin, wo ich Tokyo Hotel singe vor der Kamera. Ich finde es cool, dass sich Rap in diese Richtung auch entwickelt hat, dass es wie keine Grenzen mehr gibt. Klar, auch wenn jetzt im Moment vielleicht die Gesellschaft noch findet, ja, Hip-Hop, Rap, nicht für uns, zu Strass. Aber in 20, 30 Jahren wird es anders sein. Dann werden wir die Alten sein. Weißt du, ich meine? Wegen dem ist immer alles im Wandel, es ist alles möglich. Ich mein Universum,